So, wunderbar. Na dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen hier. Weiter geht der Stream. Hallo und herzlich willkommen beim 13. Aufnahmetag von Icarus. Icarus, so Kohort, wie das Spiel heißt. Kohort, keine Ahnung. Tag 13. Viele Schweinereien haben wir die letzten Tage gemacht. Mit ganz vielen Jungs. Haben wir immer Würstelparty gehabt hier. Immer Würstelparty mit Fufi Sufi, mit Enzus, mit Enzulein, mit Kai Zero, mit Chupa oder Koopa, wie der hieß. Und dem ganzen Chat natürlich. Wir haben, wie ihr seht, ich habe geschrieben Tag 13, Donnerstag auf Freitagnacht, denn es ist um 5.23 Uhr. Immer schwierig hier. Ich musste gerade meinen 48-Stunden-Disconnect bei Twitch ausführen. Das habe ich sofort gemacht. Alles gestoppt, Aufnahme neu gestartet. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir wieder 48 Stunden Zeit. 48 oder 24, weil in 24 Stunden ist wieder der 24-Stunden-Dis-Slash-Reconnect. So, also 13. Aufnahmetag haben wir heute. Mal schauen. Danke dir. Big K unterstrich Twitch. Was geht? Moin. So, wir finden uns im Großen und Ganzen bei 79 Tage, 20 Stunden und 57 Minuten am Stück Streaming. Bis auf diese 48 Stunden DCs. Sonst war der immer online. So. Dann werde ich erstmal Elain stoppen. Luminous Battle hier. Weg damit. Kurz die Sachen hier nehmen, die man geschenkt kriegt. So. Ich glaube, der Bot muss nochmal reconnecten, dann geht das auch mit diesem Uptime hier. Durch den 24-Stunden-DC habe ich das Ganze hier abgebrochen. Komplett Internet weg. Jetzt kannst du nochmal Uptime aufrufen, jetzt müsste es gehen hier. Los auf A, wünsche ich allen einen schönen Tag. Schreibt oder liest man sich? Ja, na klar. Wir sind, schätze ich mal, später noch da. Oder ich oder wie auch immer. So. Hat der Bot kein Bot, sagst du? Ich habe den gerade reconnected. Connected to GexTV Channel, ja. Der wird sich schon fangen. Einfach eine Schweinerei mit dem. Vielleicht geht das nicht alles nach dem 24-Stunden-DC sofort. So, dann gehen wir hier raus. Ja, das ist ja bestimmt nicht der einzige Soße. Es gibt noch andere, die ich nicht mögen. Aber drauf geschissen. Man muss nicht von jedem mit Idioten gemocht werden, oder? Was soll's? Alles entspannt. Kurz alles abholen hier. Teilnahme, zack, haben wir 2 Stunden verbracht. So. Guten Morgen, Zero 1337, was geht? Schau mal, ob das jetzt hier geht, hier, mal gucken. Jetzt hat er Bock. So. Dann geht's weiter. 79 Tage, 20 Stunden und 31 Minuten haben wir schon am Buckel. Nonstop, außer bis eben schon angesprochen die 24 und 48 Stunden kurz DCs. Es ist noch nicht 8 Uhr, gibt's keinen Kaffee hier. So, jetzt erstmal schlafen. Ohne Schlafen kein Kaffee. So. So, dann starte ich mal meine Icarus-See. Man kann ja Mehrzahl sagen hier. Icarus-See. Ja, wenn du nicht richtig schlafen kannst, dann gibt es auch keinen richtigen Kaffee. Du musst deinen Teil erfüllen. So. Hier ist er schon gestartet.
Starte ich jetzt hier auch schon und dann direkte Mission starten. Direkte Mission starten hier. Was sind wir denn überhaupt hier? Wo ist denn Steam? Da ist Steam. Update gab es, glaube ich, keins, ne? Also nicht noch eins. Habe ich schon gesungen hier? Klar. Ich singe immer wieder nebenbei. Ich pfeife, ich singe. Mach Sachen und Dinge. Okay, Icarus wird gestartet. So passt die Auflösung. Beste. Gönn dir einen Kaffee. Zero-Lied. Rein da. Bisschen laut hier. Hat er noch laut gemacht wegen dem YouTube-Video, das vorher etwas leise war. Schön, immer schön durchlaufen lassen, in der besten Auflösung. So, der eine ist schon durch und der andere kommt noch. So ist das, wenn man bei dem Spiel nicht bestimmen kann, welche Monitor er startet, dann muss man erstmal abwarten, bis es neu ist. Es wieder ins Ding geht. Jetzt hat er neu berechnet. Okay. Okay. Na dann. Zeit wird's. Um 5:30 starten wir. Ist doch okay. Wir haben gestern ja bis 4:30 haben wir gemacht. Ich glaube bis 4 oder so waren wir, aber 4:30, ey. Erst richtig ins Bett gegangen. Boah. Das war gestern schon lange. Also 16:30 Uhr meine ich da damit. Das war gestern lange. Aber wenn wir jetzt heute anfangen, glaube ich, geht es heute noch länger. Ja, das passt ja. Dann heute Abend dann ins Bett und dann morgen früh wieder. Mal schauen. Why not? Ist ja mal andere Schichten. Dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Was ist mit der Uhr? 122? Ich muss nochmal den Puls einstellen, oder? Ich glaube... 124, ja. Nein und löschen. Ich glaube, ich muss erstmal synchronisieren hier das Ganze. Fortfahren. 117? Ja, ja. Nein. Wollen wir mal kurz die Uhr synchronisieren. Der Speicher ist wieder voll. Wir sind down im Zumba-Modus. Wir machen 24/7 Zumba. Sonst könnte er uns den Puls nicht live anzeigen. So, synchronisieren, damit die Daten gelöscht werden und dann passt das. Mhm. Jetzt können wir noch mal einen Char aussuchen. Mal da reingehen. Werkstatt, was haben wir denn? 12:25, 534. Was können wir uns da holen? Ja, wir machen eh keine Schneemission mehr, jetzt genug Schnee hier. Aber irgendwas in der Wüste gleich, oder? Synchronisieren, 0%, okay, dann mach mal. So, die Axt haben wir irgendwann, die Main-Axt nehmen, die da. Die kann ich sogar herstellen, aber ich weiß nicht, ob ich die mit dem anderen machen soll. Der hat nicht genug Punkte. Der hat nicht genug Punkte. So. Bist du synchronisiert? Dass ich da hier mal... Eine 50 hat er mir bloß gegeben für das Schlafen letztens. Das ist ja frech. Eine 50 von 100 Punkten hat er mir gegeben hier. Tja. Das ist echt frech, so. Dass wir wieder in den Sportmodus reingehen. Training, nicht Laufband, sonst verwirrt das dauernd. Ich will mal Zumba müssen wir machen. Genau, Zumba. Und go, rein da. In den Zumba-Modus 24/7.
Sitzung beendet, Speicher voll. Ja, dann lösch doch den Speicher. Lösch doch das Ganze einfach. Verstehe ich nicht. Hier, Papierkorb, ja. Okay. Training. Mehr. Das Scrollen dauert hier, ist ja voll nervig. Zumba, go. Virtuelles Frühstück, Enzo, meinst du? Ich weiß nicht, ob das zählt hier. Meinst du, sie fällt drauf rein? Aber das denke ich schon, oder? Ah, ganz so hell ist es ist eh nicht. Das passt schon. Kapi. Einfach mal hier ausnutzen, dass sie schläft. Halb. Einfach virtuelles Frühstück. GZ. Ja, okay, ist wieder live der Puls. Ist live der Puls. Was nehmen wir denn hier? Also eigentlich braucht man nichts. Die Missionen haben wir alle geschafft, dass ich meine, eigentlich ist es, der Reiz ist da komplett weg. Ich brauche da nichts mehr. Grüß dich, Sky, was geht? Moin. Grad eben neigestiegen ins Spiel. Ach so, na, das ist uralt. Ich hab's noch nie drauf gehabt, das Mauspad. Aber als ich letztens Shooter gezockt habe ich mal rumprobiert. Ist vielleicht doch besser mit, weiß ich nicht. Wo der Tisch halt Main ist. Das habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren geholt. Hab mehrere Mauspad probiert, auch die letzten Tage, die letzten Jahre. Nix ist so geil wie mein Tisch. Auf dem Tisch rammeln Beste. Am Mausbett ist nicht so geil. Aber jetzt wieder mal am Probieren. Mal tue ich es hin, mal tue ich es weg. Es nervt, wenn ich dauernd hier essen muss, muss ich immer alles wegräumen. Das Mauspad ist halt schon groß, aber nicht so groß wie der ganze Tisch. Aber nee. Neu im Stream, theoretisch. Immer wieder mal. Aber alt in meinem Leben. Mhm. So. Also ich sag's euch, Jungs. Im Endeffekt ist es scheißegal, was man sich hier holt. Der Reiz, überhaupt irgendwas hier zu holen, ist eigentlich komplett weg. Die Mission haben wir geschafft. Ich hab mir überlegt, mit diesem komischen Impfstoff hier, wenn man stirbt, ist der dann weg? Ich kann ja mal kurz ins Discord kommen. Wenn der stirbt, ist der dann weg? Hallo? Hallo. Ihr wisst, dass das der Sex-Channel ist, drum Wurstel? Ja, was meinst du, was wir machen? Würstelparty. Ja. Wäschte. Schön. Das freut mich. Ja, seid vielleicht Schweine. So, das was Beste geht? Hast du verpasst. Jetzt ist es zu spät. Ist nicht so schlimm. Jetzt halte ich meinen Anaconda auch nur rein, dann geht das schon. Rein da. Rein in die Olga. Also, ich überlege, was ich mir hier kaufen soll. Aber nicht so viel. Bitte? Was mit? Von Regenwürmern halten wir hier nicht so viel. Egal, Wurm ist Wurm, rein da. Der Wurm kann wachsen. Also, was ist, wenn man stirbt? Ist der Buff weg, oder? Das weiß noch keiner, aber du willst das testen, habe ich gehört. Nope. Ja klar ist er weg. Das ist alles, wenn du stirbst. Ach so, von den Dingern, ja. Der wird weg sein. Sonst würde ja da stehen, hält über den Tod hinaus oder sowas. Mhm. Oder hält nicht hinaus oder aber gut, okay. Ja. Also, ich muss euch ehrlich sagen, der Reiz, dass ich mir hier irgendwas holen soll, ist halt nicht da. Oder? Weil der Langbogen ist Main, das Messer, was ich habe, ist Main. Und Spitzhacken gibt es bessere. Also, der Reiz ist jetzt nicht so da, höher auf was freizuschalten hier. Oder wie ist das bei euch? Also, ich will mir auf jeden Fall noch das Messer holen. Ja, also Spitzhacken, das Messer würde ich mir auch noch gern holen, aber das ist jetzt auch nicht hier kein Game Changer oder sowas. Das ist jetzt okay, nee, nice nicht. To have, aber. Und ich glaube, ich werde mir noch den Bakterien-Instoff holen, damit ich gucken kann, ob der in der Höhle wirkt. Ja, ja, da kann man sich aber auch wie immer wieder mal einholen. Muss man ja, wenn man genug Punkte hat. Mhm. Muss man eh. Ich werde ihn jetzt mal mitnehmen und gucken. Ich bin aber überlegen wegen den Modulen. Was hole ich mir da jetzt für welche? Was passt zu mir? Inventarslots,
zwei Stück? Weiß ich nicht. Weil ich schlepp doch mal vier rum. Ich bin so ein Messi. Ah. Der braucht Inventarslots. Ja, aber du kriegst ja Inventarslots, nicht mehr Gewicht. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Ich hab hier eh auf Gewicht geskillt. Aber wenn du... Ich hab dann irgendwie 1000 verschiedene überladen Fasern. Bist. Ja. Und dann noch 100 Kilo mehr tragen kannst, weil du 5 genau. Slots mehr hast. Genau, das ist es. Dann ist das schon eigentlich geil. Ja, das ist das. Und dann kann ich auch mal ein, zwei Fasernstacks mitnehmen und so und über irgendwie so, ne? Meistens ist ja dann... Gestern bin ich ja gestorben, weil das Inventar voll ist und die Module despawned sind. Gibt doch irgendwo auch einen Skill, der... Nachteile bei Überlastung, minus 25%. Habe ich gesehen, ja, aber da woher haben die Punkte? Ja, das stimmt. Die Punkte, ich meine, ob ich jetzt irgendwo hinlaufe, eine Stunde brauche oder 50 Minuten, ist auch egal dann. Mm. Aber Enzo hatte, glaube ich, mal geskillt das am Anfang bei irgendeinem Char. Aber es ist ein 7. Char jetzt, hier hat er wieder zurückgeskillt. Oha. Ja. Was habt ihr denn Schönes gemacht hier? Wir haben Exotics gefarmt, Money. Wow, geil. Wir haben die Speedrun-Mission ein paar Mal gemacht. Huch, verrückt. Was habt ihr jetzt für 5000 Exotics oder was? So viel haben wir nicht. Ich habe mir die Spitzhacke geholt. Also 500 ging da schon mal drauf. Die Finale? Genau, die Finale. Die oben links, die... Genau. Shui. Ach du Scheiße. Irgendwie sowas, ja. Und dann habe ich das Messer schon freigeschaltet. Das muss ich jetzt nur noch kriegen. Geil, Mann. Hält. Hast du die schon probiert, die Spitzhacke? Hält die lange? Es geht. Ich würde sagen, die ist ähnlich wie eine Eisenspitzhacke. Oh, ist kann so aber schlecht, alles abbauen. Achso, das ist schon mal gut von Anfang an, ja. Vielleicht auch eine Stahlspitzhacke. Das Schöne ist halt, du kannst wirklich direkt Platin abbauen, das Eisen mitnehmen, was dort rumliegt und könntest dir dann direkt eine Stahlspitzhacke oder eine Platinspitzhacke für das bauen. Ja, und wozu soll man die Punkte sonst ausgeben eigentlich? Mhm. So, ist ja nicht schlecht. Ich hätte gerne diesen ersten Anzug hier. Der reizt mich. Wie viel Euro muss man zahlen? 88. Gib mal so viel Geld für den Anzug aus, den ich jetzt kann. Und ich hab so Bock auf einen Outpost mit 2x2. Ohne Witz. Also das reizt mich enorm, sowas. Lul. So, ich würde mir da mit dem Twink, wie ich ihn nenne hier, Alternativcharakter, 2x das Inventarslot holen. Einfach mal gönnen. Einmal. 2x. Okay, dann haben wir das schon mal. Hä? Ach aber so. Gex, was uns heute auch aufgefallen ist, wo wir die ganze Zeit Missionen gemacht haben? Ja, dass mein Mate-Modul immer wieder verschwindet. Hoffe ich doch. Nee, was denn? Dass wir die Tiere nicht so richtig spawnen. Scheint echt daran zu liegen, dass wir immer einen toten Holz drum liegen haben. Ja, aber wenn einer von euch dann neu startet, ist es okay. Nee, okay ist es nie. Die Tiere kommen dann für ein paar Sekunden wieder. Und sind ja, wenn du sie getötet hast, kommen instant wieder keine neuen. Es sind nur kurz einmal neue da. Sobald du die abschießt, spawnen aber wieder keine neuen. Ja, der Horst ist schon tot, aber er ist auf Spectator und guckt andere an. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Bist du sicher? Ich denke, dass die Tiere nur um den Host rum, es ist in vielen Spielen so, dass der Host die Renderdistanz beeinflusst. Nee, also, ja, nein. Die Renderdistanz wird beeinflusst um die aktiven Spieler, um alle. Sonst würde das nicht berechnet werden können. Ja, das ist bei Minecraft, bei Ark und überall so. Das ist im Survival. Auch jetzt, wenn wir durch Eis gelaufen sind, du hast eine Katze getötet. Mhm. Sie war 2 Minuten später wieder da. Ja, also und war doch mit dem. Überall Tiere. Aber das war doch mit den Bären auch so. Die Bären sind auch gespawnt bei der einen Mission. Nachher nicht mehr. Das war der gleiche Ausgangspunkt mit dem Host. Ja, aber desto weiter du weggehst von deiner Kapsel, da war bei uns ja teilweise immer gar nichts mehr an Tieren. Aber auch nicht mal der Alpha-Spawn. Es kann auch mit der Zeit zusammenhängen, dass es wird ein Limit an Tieren geben. Ja. Weiß ich nicht, auf der Map können 1000 Tiere gleichzeitig sein. Und wenn du deinen Host an der Kapsel hast und an der Kapsel, um die Kapsel herum schon 900 Tiere gespawnt sind und wir dann losrennen und auf dem Weg dahin können nur noch 100 Tiere spawnen. Vielleicht sowas in der Art.
Und wenn der Host an dem Punkt weglaufen würde, theoretisch, oder nicht da dann wäre, wird der dann Bereich würden die despawnen und dann könnten ja vielleicht wieder neue Viecher spawnen. Also entweder ist es einfach nur eine Range oder ist es eine Anzahl und eine Range oder nur eine Anzahl, aber irgendwas wird dort garantiert mit rum. Irgendwas beeinflusst das. Mhm. Aber es war halt nicht immer so, deswegen wundert mich das halt. Weil gestern zum Beispiel auch, dass in dem See gar keine Fische waren. Der ist heute wieder jedes Mal voll gewesen. Aber das mit dem Fisch und See war auch schon bevor ich keinen Host war, hatte. Da habe ich oft See gehabt, komplett nichts. Kann auch sein, dass das einfach nur ein anderer Bug ist. Also es können ja mehrere Sachen sein. Vielleicht irgendwas mit dem Anzahl oder Distanz und vielleicht aber auch irgendwo ein Bug, der wenn du die Tiere in deiner Gegend getötet hast, dass die aus irgendeinem Grund nicht respawnen, weil man, weiß ich nicht, einen Ofen an Stelle XY gestellt hat. Ja, genau, wenn man irgendwas hinbaut oder so. Dann ist der ist prevented, der Spawn um diese Gegend herum. Ne? Das Lagerfeuer oder sowas. Ja, moin. So 100 Meter links herum. Ich meine eher so ein Bug, irgendwas, was nicht mitbedacht ist, irgendwie, weiß ich nicht. Wenn du 3 Buff-Foods auf einmal nimmst und noch ein viertes und dein Magen eigentlich voll ist, dann spawnen keine Tiere, warum auch immer. Ja. Hey Enzo, alter Vorort, haben schon ein bisschen gequatscht hier, wie geht's dir? Alles fit? Ja, ich habe die ganze Zeit zugehört, ich war am Essen. Achso, okay, nice. Ja, leckere Spaghetti gemacht. Bolognese? Nee, mit einer Käse-Sahne-Soße. Auch geil. Ja, war richtig lecker. Jetzt bin ich voll. Mit der speziellen Soße. Wenn jemand will. Mit der speziellen Soße, richtig. Die Spritzer. ja. Okay. Ein paar Spritzer sind daneben gegangen, aber... Das ist jetzt egal, halt. Das leckt man so ab mit der Zunge. Tut man dann auf aufs ehrliche Mikrofon drauf. Hast ein paar Spritzer für die Freundin aufgehoben. Das habe ich aber auch schon gesehen, dass sie das so machen, ne? Mit Sahne und dann ihr Licking. Ist das noch ASMR? Schon, oder? Ich glaube nicht. Das zählt alles zu ASMR, glaube ich. Ich mag sowas nicht. Ich mag kein ASMR. Ich finde das geil zum Anschauen. Ich meine, klar. Nee, ich nicht, gar nicht. Hey, das ist halber Porno, oder? So viel Zunge habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, aber das ist ein sehr buntes Thema. Ich mag es einfach nicht, weil ich da mir wird es davon schlecht. So. Einer der größten deutschen Streamer, der neulich geteasert, dass er von seinem Partnermanagement weiß, dass Twitch wohl darüber nachdenkt, einen Schritt weiter zu gehen, um die Grauzonen bisschen zu erweitern oder wegzumachen, das nicht mehr und eine FSK 18 Sektion in Twitch einzuführen. Offiziell ein Bereich, wo du extra nochmal hinklicken musst. Und dort findest du dann nur FSK 18 Streams. Ach, gibt es dann doch noch mehr so Themen? Okay. Ja, was das genau werden soll, es ist wohl das Gespräch. U-Twitch? Sowas einführen. Nee, muss ja gar nicht sowas sein. U-Twitch. Du kannst ja deinen Stream auf. Ist ja eh schon bei mir. Eingeschränkten Content setzen. Ist das 16 oder 18? 18 bei mir, von Anfang an schon. Ja, aber das Problem, was sie damit umgehen wollen, ist, denke ich, als die ganzen Hot Tub Streams kamen und alles. Die wurden ja teilweise sogar oben in den Bannern, die du am Anfang auf der Mainpage siehst, direkt angeteasert. Klar, beste Mann. Und viele haben sich darüber beschwert, dass das für sie im Prinzip schon pornografischer Inhalt ist. Ist es ja auch. Dass das eine Plattform ist für Kinder, also die auch Kinder nutzen können. Ja, jeder, von 1 bis 100. Und dass 13. es da nicht sein kann, dass diese Streams so leicht aufzufinden sind. Dass im 14-Jährigen, der die Plattform öffnet, direkt eine, ich sage jetzt mal einen Namen, Amorant oder irgendjemand direkt vor die Nase gehalten wird, aber wie die da gerade ihren Poppes vor der Kamera stellen. Ich muss dir sagen, das ist Internet. Das ist egal, wo das ist. Das Internet ist wegen dem, glaube ich, fast gebaut worden. Das kehrt zu seinen Urinstinkten zurück. Problem ist, dass das ja so Thema geworden ist, dass Jugendschutzbeauftragte in Deutschland das mit dem Thema befasst haben. Ja. Und bevor es irgendwelche Regularen von außen gibt gegen Twitch. Kann es sein, dass sie deswegen jetzt überlegen, ob sie das vorher preventen, dass da was passiert und sagen, wir führen einfach eine extra Sektion ein und diese Streams findest du nur noch, wenn du gezielt oben auf einen Reiter drückst. Aber FSK 18 rum. Ach, ein, zwei Klicks hin oder her, das schafft jeder. Das schafft ein Einjähriger, das schafft ein Hundertjähriger. Aber natürlich, dadurch sind sie dann raus. Rechtlichen Konsequenzen. Genau. Aber ich habe immer gedacht, weißt du,
Es fing ja immer so an, das Internet, mit ganz viel Porn-Stuff und so. 99,9% im Internet ist Porno. Immer schon gewesen. Und ich habe gedacht, durch dieses Twitch und YouTube, alles tut sich das ein bisschen so rein, also so reinwaschen, das Ganze. Dass dieses Image von Camgirl weggeht. Die zocken Games, die machen dies, die reisen, die machen alles Mögliche. Weißt du, richtig so ganz coole Sachen. Und jetzt kehrt es seit einem Jahr wieder zu seinen Ursachen zurück. Aber weil das verkauft sich am besten. Also das ganze Image, was damit schön gewaschen wurde, ist jetzt wieder komplett zack weg. Aber Alter, ganz ehrlich, das ist ja, ist Internet. Würdest du das erlauben oder nicht? Hey, natürlich, wenn das 90% meine Einnahmen macht. Viele Milliarden, natürlich. Ne, machen die dadurch. Also. Natürlich. Nee, das Problem. Die machen dadurch eben nicht Geld. Das ist das große Problem aktuell. Natürlich. Ja. Mehr Zuschauer, mehr Donations. Oder nee. Oder Bekanntheit. So funktioniert das Spielchen leider nicht. Das Problem bei Twitch ist, weswegen Twitch auch so ein Hackmack macht und das nicht ganz so einfach zu klären ist, ist, dass Twitch einen Großteil an Geld über Werbeeinnahmen macht. Und die Werbepartner springen ab. Firmen wenn ihr mal überlegt, was Werbung bedeutet für die Firmen, du hast ja schon das irgendwo. Ein Sportler oder was auch immer, wenn der Werbung für irgendwas gemacht hat und der hat irgendwo im Privaten irgendeine dumme Äußerung gemacht, dann werden denen seine Werbedeals getrennt, weil sofort. Es könnte ja sein, dass seine private Äußerung hin zu seiner beruflichen Karriere, hin zu der Firma, für die er Werbung gemacht hat, dann das Produkt irgendwie beeinflusst. So. Und das sind so eine weirden Konstellationen, die aber aktuell überall mit drinne stecken und das ist auch bei Twitch. Was du kannst auch andere Probleme nicht sind. Sagen, ich habe ein Video, das ist, weiß ich nicht, hier ein halber Porno oder ist ein Porno und sagst den Werbetreibenden, ey Leute, wo wollt ihr Werbung schalten? Und die sagen, ey, wir wollen das nur von vernünftigen Content, machen sie. Aber sobald auf der Plattform Pornos sind, würden die sagen, nee, wir machen auf der Plattform keine Werbung. Willst du was noch ein großes deswegen, Problem? Deswegen hatten sie ja auch die Sektion eingeführt schon mal. Das war schon mal Thema. Genau, das war auch hauptsächlich, also ich kann es nur vom Hörensagen erzählen, aber es war hauptsächlich wegen das war ja offiziell kommuniziert auch so. Eigentlich, soweit ich weiß. Richtige Pornografie wird auf Twitch nie kommen. Verdammt, jetzt nicht. Mensch, da muss ich ja dringend los. Tschüss! Hoffnung gestorben! Träume weg! Weil es gibt nämlich noch ein großes Problem. Zahlungsanbieter wie PayPal zum Beispiel distanzieren sich massiv von Pornografie. Und die haben, deswegen findest du auch auf YouPorn oder so, du findest nirgendwo PayPal als total schwer, da Abos zu nehmen, ne? Habt ihr auch die Probleme, die Zahlung bei YouPorn? Die meisten, naja, aber tatsächlich viele seriöse Zahlungsunternehmen verweigern die Zusammenarbeit mit Pornoseiten. Und PayPal hatte schon jetzt die Diskussion, weil es ein Image-Schaden ist. Die arbeiten mit großen Konzernen zusammen und die großen Konzerne wollen das nicht. Die verlieren ihre großen anderen Firmen, mit denen die zusammenarbeiten, weil die sagen, wir distanzieren uns so krass von Pornografie, dass wir mit keinem Zahlungsunternehmen zusammenarbeiten, was Pornografie unterstützt. Das heißt, würden die YouPorn auch mit in ihr Repertoire nehmen und dort als Zahlungsunternehmen auftreten, würden sich andere Firmen von ihnen trennen. Und deswegen können sie es gar nicht. Und PayPal hatte ja jetzt, wo das mit diesem Hot Tub und alles schon kam, schon einen Warnschuss an Twitch gesendet. Und hat schon gesagt, dass wenn das ausartet, PayPal jegliche Zusammenarbeit mit Streamern beendet. Dass sie sich distanzieren von allen. Du kannst dann auf Twitch kein PayPal als Zahlungsmethode mehr nutzen. Das mit darfst du dann Image, nicht mehr. Image-Gedöns, es artet so extrem aus. Ich finde das so ein Schwachsinn. Weil bei YouTube-Videos ist ja auch das Problem, wenn in einem Video, wo Werbung geschaltet wird, in dem Video irgendwas Falsches gesagt wird, dann wird das manchmal demonetarisiert, weil die Werbetreibenden das nicht haben wollen. Aber es ist ja so, dass nicht, also es kann so sein, aber es muss nicht so sein, dass Videos werden eigentlich nur produziert und dann sagt YouTube, ey, wir schalten irgendwo Werbung. Und die Werbung wird eigentlich auf den User zugeschnitten, nicht auf das Video. Der User hat irgendwo seine Cookies rumliegen und seine Daten. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt gerade Vorvideos, die Werbung, die dort oft läuft, die ist ein regulärer Werbeblock,
der random vor die Videos geschaltet wird, wo YouTube selbst sagt, das beeinflussen sie nicht. Diese Werbung kann vor jedem Video kommen. Und das ist dann ein Problem. Ich starte einfach eine Mission, das oder? Das meine ich ja gerade. Das Video hat ja, nichts damit Fall. Zu tun. Die Werbung ist auf den User zugeschnitten. Der User hat seine Daten von Facebook und Co. und Google irgendwo rumliegen. Die Werbung wird auf dich zugeschnitten. Ja, und das ist halt so ein großes Problem. Und wie gesagt, Coca-Cola gehört ja auch zu denen, die sagen, wir wollen auch kinderfreundlich sein. Jawohl. Wollen wir 30-Tage-Mission machen? Nee, hat er vorhin schon gesagt, macht er als letztes. Machen wir als Finale. Wir machen jetzt alle anderen. Als Finale? Und als Finale von Icarus mache ich die letzte. Das ist dann das Ende. Die letzte? Es gibt mehrere 30 Tage. Nein, es gibt nur eine letzte 30-Tage-Mission. Die letzte 30-Tage-Mission hast du die gesamte Map. Alle anderen 30-Tage-Missionen hast du nur einen begrenzten Map-Teil. Und zwar den Map-Teil, den du dir über diesen Missions-Hub freigestalten kannst. Es gibt ganz rechts die Mission, da hast du die ganze Karte und das würde ich als Finale ansehen. Da können wir. Hast du nicht gehört, oder? Sich erklärt der Freund? Nee, hab ich nicht. Da war ich am Kochen wahrscheinlich. Also, wenn du im ersten Arktis-Hub bist und die Arktis spielst, dann kannst du nur Wald und Arktis spielen. Wenn du jetzt im letzten Arktis-Hub bist, da kannst du, glaube ich, die Arktis, den Wald und die andere Arktis und ich weiß nicht, ob die Wüste auch schon mit drin ist. Das wird halt immer mehr freigeschaltet. Kann jeder von uns in einem Biom eine Basis bauen. Genau. Das Game laggt ohne Ende. Ja, und ich hatte gesagt hier im Dings, dass wir erst alle Missionen spielen, soweit, und dann am Schluss die Endmission. Und da können wir ja von mir aus auch 10 Tage, 20 Tage, 30 Tage drinbleiben. Also, solange wir die offen haben, können wir eh nichts anderes machen. Und das würde ich dann als Endmission sehen, dass ich dann einfach danach. Ist vorbei damit Icarus. Das gibt's dann nicht mehr erstmal. Also ich spiele dann nicht mehr Icarus. Und man kann ja dann in der Mission, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Tage verbringen. Dann macht man 1, 2 Tage was anderes. Dann kann man wieder einen Tag reinschauen. Ich kann immer wieder reinschauen und schauen, was ihr gemacht habt, was ihr gebaut habt. Kann ich selber ein bisschen was bauen, aber dass wir die Tage halt ausnutzen müssen. Nicht alle 30 ausnutzen, können auch nur 10 Tage ausnutzen. Keine Ahnung, wie wir Bock haben. Aber so als Finale halt. Machen alle Missionen. Und das Ding ist am Ende, da gehe ich mit deinem Char rein und bleib da 30 Tage drin oder 29 oder 10 Tage, je nachdem, wie wir halt Bock haben. Wenn wir Bock haben, können wir noch weitermachen, aber ich würde das halt als großes Finale halt ansehen. Da können wir uns dann aufbauen und nach 30 Tagen fragen, ob das alles kaputt ist. Wann kommt auf deinem Kanal eigentlich vor? Was im Kanal? Oder Pokémon? Nee, ich habe nichts damit zum Hut, keine Ahnung, eigentlich nicht. Das war auch ironisch so. Lädst du uns gleich alle ein? Mhm. Ja. Na klar. Deswegen würde ich alle Missionen machen und dann machen wir das als Finalmission und danach, wenn die DLCs kommen, immer wieder mal kurz reinschauen. Weil der Zauber von der Icarus ist halt, finde ich, ist noch da teilweise, aber ist halt immer ein nüchterner Tag für Tag. Und wenn wir, glaube ich, diese ganze Karte gesehen haben und die 30-Tage-Mission hinter uns haben, haben wir auch schon Schnauze voll. Ich habe da so ein paar kleine Projekte, dachte ich mir, dass wir vielleicht so uns so sagen, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Höhlen es gibt, wie viele Höhlen, dass wir uns vielleicht einfach alle Höhlen anschauen. Was? Einfach als Projekt sagen, so als Achievement, als Erfolg, jede Höhle anschauen. Wir haben 30 Tage Zeit oder halt nur ein paar. Für mich ist auch 100. Wir meinen einfach jede Höhle leer, so ein Ding ist das. Ja. 1, 2, 3, 4, zähl mal, ich zähl mal. Alle. Ja, zählst du mal, junger Padawan. Das sind über 300 8, 9, 10, oder sowas. 11. Oh, hoffentlich fügen sie bis dahin noch 60 neue Höhlen ein. Ja, wir können auch nur einen Teilnehmer, so sagen wir mal 100 als Challenge, aber dass wir irgend so ein großes Ziel vor Augen haben, weil es gibt da kein Ziel. Wir müssen uns halt die eigenen Ziele setzen. Das ist halt das große Problem oft bei so Spielen. Es gibt kein Ziel. Also wenn wir genug Metall finden, ne? Ich würde schon gern mal das World Trade Center bauen. Kannst ja machen und das Ding respawnt ja. Chat, oder? Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich. Ja, wir finden dann schon irgendwas. Da würde ich einmal so Special-Folgen machen, ne? Dann spielen wir ein bisschen Icarus, dann machen wir einen Tag Pause mit Icarus. Dann spiele ich was anderes, dann kommen wir wieder ein bisschen zurück. Und dann schaue ich, was ihr gebaut habt, weil kann ja jeder dann was machen und bauen, ne? Ich muss ja auch nicht, bin ja auch nicht immer da. Machen wir so das Special halt. Wenn wir sagen, hey, jetzt haben wir uns ausgetobt wie so kleine Kinder im Sandkasten. 104. Easy, oder? Schon durch? Ja. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 104 oder 107. Ja, 4 Minuten. 4 Minuten. Okay. 4 Minuten noch.
4 Meter! Sagen, welche Mission hast du jetzt gemacht, die Wüste freischalten? Die erste Mission, die ich nicht fertig habe. Und oben die Wüste irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas oben mit der Wüste. Ach, hier Pyramide bauen, oder was? Weiß nicht. Oh, die ist schwer, das schaffen wir doch gar nicht. Ja, deswegen habe ich mein Messer dabei. So. Das ist doch viel zu hart. Danke. Pyramid Construction. Wo ist denn der Gex TV 2? Ich sehe das gar nicht. Ist er direkt neben mir? In 15 Minuten, wenn mein anderer Charakter weg, dann könnte ich theoretisch noch einen neuen erstellen. Wie? Noch ein? Ich habe den einen Charakter mit einem Anzug in die 6-Stunden-Mission gestellt und will gucken, ob der Anzug dann weg ist, wenn der dort gelöscht wird. Ach so. Hey, schau mal, der ist gar nicht drin in der Kapsel. Der ist nicht da. Gex ist weg. Den sieht man in der Kapsel nicht, den Charakter. Wenn ich jetzt mich bewege nach vorne, spawnt er erst. Lol. Okay. Und Also. Pech, aus dem Stealth rausgekommen. Du musst dich nur einen Millimeter bewegen, dass du sichtbar bist. Ja. Oder man schießt ihn an. Wo du vor uns gelandet bist, habe ich dir einfach direkt einen Pfeil in den die Kopf Fresse. Geschossen. Fresse. Ja, okay. Das ist lieb. Das ist wahre Liebe, ist das für euch. Okay. Now, here we are. Ich freue mich. Ich habe vorhin. Ja, sorry, dass etwas gedauert hat, aber ich habe immer so viel Sachen noch nebenbei zu machen und E-Mails zu schreiben mit Versicherung und dies, das. Ich komme jetzt nicht dazu. Aber jetzt habe ich für die Woche fast alles fertig. Habe auch geduscht, rasiert und jetzt können wir 10 Minuten spielen. Kein Problem. 10 Minuten. Ich muss nur schauen. Irgendwie will der Rechner hier neu starten. Das will ich nicht. 10 Minuten ist schon krass. Ja, das ist mit überziehen. Das weiß ich nicht, ob ich so lange durchhalte. Das ganze Ecolos war schon heftig. Ich wach auf, gehe am PC, zock ewig lang, gehe wieder ins Bett dann und dann bleibt schon viel, viel liegen hier. Das habe ich einfach jetzt mal alles gemacht. Ja, ich habe auch gehört, du machst schon duschen, obwohl noch gar nicht Weihnachten ist. Ja, heute nicht jetzt neu starten. Windows Update Pläne öffnen. Ja, mach doch mal ein Windows-Update. Das klingt nach einer super Idee. Ich hab's jetzt verschoben die ganze Zeit. Update so schnell wie möglich installieren. Wir benachrichtigen von dem Neustart. Altquell Update zum erneuten Anhalten aufrufen. Kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich darf das aber nicht neu starten. Das ist der Streaming-Rechner. Der darf nicht neu installiert werden. Wie sage ich das, wenn das nicht so machen soll? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt Update-Pause für 7 Tage, kann ich nicht mehr anklicken. Habe ich jetzt gemacht die ganze Zeit. 80 Tage fast. Update so schnell wie möglich installieren. Wir benachrichtigen Sie von dem Neustart. Bei Bedarf ist eine Verschiebung möglich. Wenn ich jetzt nichts mache? Aha. Ich hoffe, der tut nicht neu starten. Ich kann dann auf Neustart, jetzt Neustart und Neustartplan klicken. Neustartplan. Ja, nee, dann fragt er mich, wie viel welche Uhrzeit. Ja, naja. So, gar nicht. Eine andere Option gibt's nicht. Wenn ich jetzt nichts mache? Nee, Update abbrechen gibt's nicht mehr. Das hat Windows rausgenommen. Du kannst das Update nicht mehr verweigern. Ja, der Rechner darf nicht neu gestartet werden. So ein Ding ist. Das gibt's aber nicht mehr. Das habe ich auch neulich erst bei PC Games gelesen. Oder PC und so einer Seite. Dass das mit einem Update entfernt wurde. Ja, das und Windows dich jetzt verpflichtet zum Update. Mhm. Ja, wow. Mehr wie Plan hast du nicht übrig. Dann plan mal deinen Neustart. Kann ich nicht. Wenn ich jetzt gar nichts mache, macht das irgendwann random oder was? Mhm. Ja, dann startet er einfach neu. Ich glaube, spätestens nach 60 Minuten. Ja gut, das Ding steht schon, glaube ich, länger da. Ja, irgendwann auf jeden Fall kommt er einfach. Da steht, ihr Gerät wird außerhalb der Nutzungszeit neu gestartet. Die Nutzungszeit ist von 16 Uhr bis 5 in der Früh. Steht da. Wenn ich jetzt auf Neustart planen gehe, was passiert dann?
Dann kannst du dir eine Zeit aussuchen, wann er starten, wann er das Update machen soll. Ja, ich sehe es, aber ich will halt keine Zeit haben. Welcher Rechner ist das jetzt? Deiner oder der Stream-Rechner? Das ist der Stream-Rechner. Wenn der neu startet, ist Stream weg. Das war's. Das ist natürlich Mist. Das war's dann. Weil bis ich das alles nochmal neu starte und so einstelle, so wie es ist, dann streame ich nicht mehr einen Monat. man kann durch so Programme das verhindern. Ja, ja scheiße, jetzt kann ich nochmal... Kann ich nochmal was machen jetzt hier. Programme, die das blocken. Das Problem ist, dass viele der Programme einen Neustart brauchen. Oh. Okay, ich bin direkt vom Wolf fertig angegriffen hier. Ja, ich wollen muss wir dort so hinlaufen und dort aufbauen oder wollen wir uns hier aufbauen und dann alles hinbringen? Wo müssen wir denn hin? Achso. In die Wüste. Wir müssen erstmal die Mission reachen und dann gucken, was wir überhaupt machen müssen. Also, bring gleich dort. Eigentlich ist es nicht viel. Herstellen muss kurz. Ich muss dann erstmal den Plan wegen dem Windows da machen, nebenbei. Sorry, das ist jetzt scheiße. Ich kümmere dich da erstmal drum, wir machen hier so ein bisschen Gedöns. Weil wenn der Rechner Neustart brauche ich eine Stunde, bis ich alles wieder so einstelle, wie es jetzt ist. Hm. Ich mach einfach Fenster auf, schmeiß raus. Fertig. Ja, easy. Schalte mal um auf dich hier. Achso. Windows Neustart verhindern. Es gibt ja, ich habe das am Anfang schon mal gemacht. Dieses gab es so von, was war das vom Bild sogar, so ein Fernglasprogramm. Da konnte man einstellen, dass diese Neustarts halt gar nicht gemacht werden oder so. Und auch die Updates nur, wenn du selber klickst. Hatte ich früher auch schon sowas wie. War das Eis? War das irgendwann mit Spy hieß das oder sowas? Lass mal schnell in die Wüste laufen. Da bin ich gerade auf dem Weg, ja? Microsoft hat 10. Was gibt's denn in der Wüste? Sand. Ganz viel Sand. Öffnen Sie den Editor für lokale Gruppen. Navigieren Sie Computerkonfiguration einzelner Anlagen. Doppelklicken Sie auf den Punkt. Kein automatischer Neustart für geplante Installation. Automatische Neustart, wenn Benutzer angewendet sind. Setzen Sie auf Ding OK. Ich teste erstmal bei mir, bei meinem Rechner hier. Genau, die Verhinderung ist so lange aktiv, solange sie am Benutzer angemeldet ist. Ist er ja. Öffnen Sie den Editor für lokale Gruppenrichtlinien. Ich habe nur Sicherheitslinien. Okay, Gruppenlinie, wir arbeiten. habe ich. Was willst du da oben am See, Tingeltangelbob? Ja, durch in die Wüste. Die Höhle hier ist ein Tunnel. Vorlage. Echt? Das ist eine Mission, die du ursprünglich mal machst, wenn du die Wüste freischaltest. Windows-Komponenten. Windows-Update. Warte. Windows-Update. Setzen Sie die Richtlinie auf die. Klicken Sie doppelt kein automatischen Neustart für geplante. Hier, kein Auto. Ich hab das hier, warte. Und wird angegriffen.
Hab's gefunden, diese Option. Da steht kein automatischer Neustart, wenn ein User angemeldet ist. Muss ich auf Ja setzen. Noch am anderen Rechner finde das Ganze. Kann der Stream also weitergehen? Kein automatischer Neustart für die geplante Installation, automatische Updates durchführen, wenn Nutzer angemeldet sind. Da steht Kommentar ist Nein. Und da steht hier auf der Seite, setzen Sie auf Ja. Kannst du mich holen? Dangle Bob, kannst du mich holen? Da bist du runtergefallen. Ja. Auf aktiviert. Auf aktiviert. Auf aktiviert. Ja. Hab ich. Okay, dann muss ich noch einen anderen Rechner machen, dann hab ich's. So. Moment. Computerkonfiguration. Administrative Vorlagen. Windows Komponenten. Windows Update. Kein automatischer Neustart führen. Auf aktiviert. Übernehmen. Okay. Also ich habe das jetzt aktiviert. Also ich weiß nicht, ob das noch so ist oder nicht. Weil das andere Tool sagt ja immer noch, möchte neu starten. Ne? Danke. Okay. Na gut. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Mehr kann ich jetzt nicht machen. Toll, jetzt bin ich überladen. So. Gebrochenes Bein. Ja. Kann ich mir so ein Dings bauen? Warte mal, ich komme nochmal zurück, nehme dir alles ab. Habt ihr ein Signal für mich? Für das Ding, oder? Jo, mache ich gleich an. So, okay. Na gut. Bin ich ja mal gespannt. Ich meine, solange ich da wäre, könnte man es irgendwie noch verhindern oder umstellen, aber... Komm mal runter, dann... Nehme ich dir das Zeug ab. Wenn ich dann penne, ist halt scheiße. Ja, ich hab's jetzt rausgeschmissen. Ich Ach kann so. Ganz ehrlich mit Gava nur ein bisschen Holz und Stein. So. Reicht das denn auch? Wir sollen eine Pyramide bauen oder was? Nee, wir müssen nur irgendwie, ich glaube, eine Schlachtbank und einen Alchemietisch hinstellen. Das war's, oder was? Ja, das ist ja eine der ersten Missionen. So. Kein Problem. Da musst du noch nicht großartig was machen. Darum, ab in die Wüste, schnell hinstellen, fertig. Wie heftig das aber ist, ne? Vorhin war auch der Kollege da im Chat. Und der hat ja auch die Mission als erstes gemacht jetzt. Die krasse. Mhm. Mit diesem Boss. Ah. Wie scheiße du eigentlich ins Spiel aufgenommen wirst. Die Mission müsste viel, viel später kommen. Also viel später. Denke ich auch. Es gibt da keine. Also für mich ist das die schwerste. Es gibt keine schwerere. Vom Boss her ja, auf jeden Fall. Das andere mit dem Bauen und so, das ist ja scheißegal. Das kriegst du irgendwie hin. Hm. Alles klar, voll auf dem Kopf. Ich werde wieder sterben. Bist du noch draußen? So was geht mit dir? Na, hab's geschafft, hab's überlebt. Komm einfach mit rein hier. Crafting, erstmal Bandage. Bleibt ihr? Ich bin eigentlich auf dem Weg in die Wüste, aber ich werde hier die ganze Zeit aufgehalten von Leuten, die tot umfallen oder sich Beine brechen. Ja, ich verstehe das gar nicht. Ich werde aufgehalten von Leuten, die tot umfallen. Habe ich die eine Axt gerade? Achso, die eine Axt habe ich jetzt auch nicht mehr, okay. Tut mir egal. 40. Mal noch einen Bogen, dann komme ich zu euch. Wie ist denn die Pumpe? Warte mal, kann ich irgendwas essen?
Hier, warte mal. Split Stack. Consume Stack. Okay, da würde was. Achso. Was Ben, okay. Naja, ich hab. Sauerstoff ist langsam alle. Ich muss schnell mal zu diesem Oxygen Block kommen. Ich hab schon Erz gesaugt. Genauso. Oh. Genau das. Boah, was für ein Laufboost hier, ey. Vom Bobbycar zum Ferrari, ey. Also, und was denn? Ja. Wenn der Knochenbruch weggeht. Ach so, ja, okay. Oh, da hast du bei den Hyänen seid ihr schon. Geil. Mhm. So. Ich sehe noch Schneeberge. Gut. Fallungbogen steht. Gibt's da irgendwo Wasser? Jo. Auf dem Weg, ja. Ach, seid ihr da. Kann man da einfach durch oder was da oben? Bei dem, durch die bei Höhle, ja. Ach so. Die Höhle ist eigentlich die Mission, um in die Wüste zu kommen. Ach, das ist die. Okay. War die, wo man den Bohrer machen muss. Also. Genau, Solaranlage. Das tolle Kabel. Da, wo eine Solaranlage noch zur Verfügung gestellt wird und man sie nicht selber bauen muss. Ja, gell? Warum denn nicht von Anfang? Warum nicht dann weiter so? Oh. Okay, passt. Gut. Ich dachte auch runtergefallen. So. Also ich habe jetzt nochmal geschrieben mit dem, und er hat gemeint, ja, kann zurückschicken, nochmal geschrieben. Er hat den Monitor anscheinend zurückschicken, muss halt einen anderen holen. Oh, was ist mit deinem Monitor, was? Gefällt dir nicht. Kaputt. Achso, ich hab einen anderen bekommen. Und das passt nicht alles so in das Ökosystem mit rein. Wegen Auflösung und allem. Lange Geschichte hier. Letztens halt 10 Stunden rumgemacht, 3-4 Stunden Löcher in die Wand da gebohrt, Monitor installiert, Wandhalterung und hin und her, einen alten weg, neuen hin, hat ewig gedauert. Und dann klappt es nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Ach, das war der Tag, wo du gesagt hast, das hast du mit deinen Füßen bereut. Genau, und das ist immer noch so, genau, jetzt, also ist immer noch schlimm. Mhm. So. Hast du das eigentlich nur in den Füßen? Mhm. Füße bis halbe Beine oben. Also Schienbeinhöhe. Beidseitig. Jetzt nicht falsch verstehen. Aber wäre das mit den Schmerzen weg, wenn man die Beine amputieren würde? Das weiß ich nicht. Mit Sicherheit. Dann hast du nur andere Probleme. Ja, ich weiß nicht. Teilweise manchmal, je nachdem, spiele ich es auch schon in den Händen, wenn ich zu viel mache von dem. Na, das, die Entzündung geht ja rum. Aber das tut man an den Extremitäten immer spüren. Das ist halt immer Füße oder Hände. Das ist halt, ne? Ja, dann ist ja, die Hände ist doof. Weil keine Hände, keine Kekse.